Ja, hallo liebe Zuschauer, heute zum Dienstag bieten wir Ihnen ein letztes Mal die Bilder des Tages hier von der Flutkatastrophe in Magdeburg. Eigentlich, wie Sie hinter mir sehen, wollten wir heute ja auch im Bürgerbüro drehen. Leider waren die Herren und Damen in den letzten Tagen so stark beschäftigt, dass sie uns keine Audienz gewähren konnten. Aber ich denke, dass die fleißigen Helferinnen und Helfer die letzten Tage auf jeden Fall sehr viel zu tun haben und hoffentlich alle viele Anrufe beantworten konnten. Eine gute Nachricht für alle Werderaner und Rotenseer. Sie dürfen laut Katastrophenstab jetzt ab sofort dann wieder zurück in ihre Wohnungen. Achten Sie bitte auch darauf, dass Sie mit der SWM Kontakt aufnehmen. Dazu gibt es auch Hotline-Nummern im Internet und auch am Telefon der Hotline, die wir auch hier vom Bürgerbüro erfahren. Dann ist es natürlich auch weiterhin möglich, in den einzelnen Stadtgebieten zu helfen, auch wenn die Hilfe mittlerweile weiter nach Norden zieht, nämlich die professionelle Hilfe. Damit möchten wir uns auch vom OK Magdeburg bei allen Helfern bedanken, die in den letzten Tagen dabei fleißig waren, Sandsäcke zu schütten, Stühlen zu schmieren, die Leute zu betreuen und so weiter. Ohne sie wäre, glaube ich, das ein oder andere nicht möglich gewesen. Wir hoffen und wünschen auch allen Betroffenen, dass sie so schnell wie möglich wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können und dass die Normalität an der Elbe hier in Magdeburg dann auch ganz schnell wieder einzieht, denn wie wir alle wissen, die Elbe ist nicht immer dieselbe, haben wir in den letzten Tagen gemerkt. Bevor wir uns mit den Bildern des Tages diesmal auch von oben von Ihnen verabschieden, wollen wir natürlich nicht versäumen zu sagen, dass das Thema Hochwasser auch ein weiteres wichtiges Thema hier im offenen Kanal Magdeburg ist. Bleiben Sie also dran im Internet oder im Fernsehen oder im Videotext. Bis dahin. Dauert noch, ja. Da müssen wir aber abgucken, jetzt die Garten sind noch voll laufen. Ja. Das geht doch sowieso. Ja, was auf den Rollen? Aber auf der Decke. Ja, auf der Rollen. Thank you.
Eigentlich kein Kriegsschlaf raus, wechselt, weil ich, genau, Leute machen irgendwas. Kann er nicht sagen.